So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem allerersten Unboxing-Video auf diesem Kanal. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Wie versprochen, habe ich ja auf unserem Discord bekannt gegeben, dass ich einmal diese ganzen Neuerungen, die jetzt hier stattfinden, per Video festhalte. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich meinen Gaming-PC auspacke. Jetzt habe ich schon verraten. Das wollte ich gerne mit euch teilen, ohne Scheiß. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin am Zittern, weil ich dieses Ding, weil ich da jetzt schon sehnsüchtig drauf gewartet habe. Zu den ganzen Spezifikationen, was prozessormäßig drin ist, das packe ich euch alles unten in die Videobeschreibung. Ich kann nur so viel verraten, es ist auf jeden Fall ein Monster. Also ich habe mich nicht lumpen lassen, habe wirklich ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil ich einfach Spaß haben möchte und auch langwierigen Spaß daran haben möchte. Ich glaube, wer die letzten Livestreams so ein bisschen verfolgt hat, weiß, was ich meine. Und wir packen das Ding jetzt aus. Gekauft habe ich den bei dubaro.de. Da habe ich einen ganz netten Tipp bekommen, dass es da günstige PCs gibt. Habe da noch ein bisschen dran umgestellt, also ich habe keinen Standard-PC genommen. Die Jungs waren so freundlich und haben den dann auch noch zusammengebaut für mich, weil das würde einfach den Rahmen sprengen, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, und kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn, wir packen das Ding einfach mal raus. Zwar wundert euch nicht, dass es hier vielleicht noch ein bisschen chaotisch aussieht, es ist aber noch recht am Hallen, auch für die Soundqualität schon mal ein kleines Entschuldigung. Ich nehme das gerade mit dem iPhone auf, weil ich gerade keine andere Möglichkeit habe. Aber ich wollte euch daran teilhaben lassen und ich glaube, das ist wichtig. Und ja, wir packen das Ding jetzt aus. Ich habe schon soweit alles aufgebaut hinten, nur es steht und fällt jetzt alles mit dem PC. Und deswegen müssen wir das gute Ding jetzt einmal auspacken, damit ich weiß, wo ich den überhaupt hinstellen muss, damit ich hier weiter räumen kann. Das ist, Jungs, Mädels, das ist echt krass. Ich bin so aufgeregt. Also wenn ihr den jetzt mit seht, sehe ich den auch zum ersten Mal. Ich habe ihn noch nicht aufgepackt, wie ihr seht. Also es ist schon, übel. Oh, Freunde. Alter. Und ein Haufen Pappe und ein Haufen Dämmfolie. Also schon mal gut ab, ordentlich verpackt das Ding. Hier ist zum Beispiel, die sind so geil, ich glaube, die haben einfach von den sämtlichen Einzelteilen, die verbaut sind, die originalen Kartons mit reingebaut. Das finde ich nice. Also ihr seht, eine Wasserkühlung, Kraken X72 habe ich reingeballert. Dürfte eigentlich ganz gut kühl werden. So, dann packen wir mal rein. Die ganze Folie, Alter. Das kann sein, wenn es jetzt ein bisschen langwierig wird, dass ich euch mal Kraft reinsetze. Aber lasst euch dafür nicht berühren. So. So. Ah, dann seht ihr ja fast schon alles, was ich reingepackt habe. Finde ich auch nicht, ne? So. Spricht für sich, oder? MSI GeForce RTX 2080 Ti. Auch bei der Grafikkarte habe ich nicht gespart. Und ich glaube, mit dem Ding können wir ordentlich was zocken und ordentlich streamen, auf jeden Fall. Richtig geil! Also das wird alles irgendwie als Dekomaterial verwendet, befürchte ich. Ich glaube, ich brauche noch einen größeren Raum. So, was haben wir hier noch? Schaut euch das Ding an. Was zum Teufel? Warzone, das ist, mein Netzteil, 1000 Watt, schon mal vorsorglich, einfach nur, ich weiß nicht, wenn man das Ding übertakten will, habe ich gehört, sollte man auch dementsprechend gutes Netzteil drin verbaut haben und ja, das habe ich natürlich getan. Ich habe das mal alles hier zur Seite. Es ist, also das ist das professionellste Unboxing, was ihr je gesehen habt. Also ich lasse mich hier nicht lumpen, ne? Das ist auch von Be Quiet. Ich glaube, die müsste da noch mal. Kann ich euch nicht sagen. Hier nochmal rein. Ja, das sind. Ich glaube, das sind nochmal Lüfter. Beziehungsweise ist das, glaube ich, vom Gehäuse. Ich weiß es gar nicht. Und dann haben wir die Verpackung von. Ja, richtig geil.
vom Mainboard. Das ist das MPG2390 Gaming Pro Carbon AC. Bin ich tatsächlich nicht so bewandert. Ich habe hier und da ein paar YouTube-Videos mir angeguckt. Ich glaube, das ist auch recht neu und ja, unterstützt halt auch den i9, der verbaut ist. Ich hoffe, die Verpackung von dem i9 ist auch mit dabei. Das wäre natürlich der Shit, aber das glaube ich noch nicht mal. So, dann holen wir das Ding mal hier raus. So. Das ist letztendlich das Standardmodell, was ich mir auf Dubaro ausgesucht habe. Darkbase 700. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der genaue Name auch ist von dem, ja, von dem Rechner. Oder ob das jetzt nur das Gehäuse ist. Bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen überfragt. Aber ja, letztendlich kann man sich bei Dubaro Standard-PCs aussuchen und die dann halt noch optimieren nach seinen Wünschen. Und das fand ich mega geil. Und das zu ordentlichen, also vernünftigen Preisen. Richtig geil. Gut, oh Freund, ich bin so aufgeregt. Holy shit, ey. Weiter geht's im Takt. Ey, also dickes Lob, hier ist alles super verpackt. Alles richtig, richtig nice. Gestellt. So, dann muss man das wieder einmal runter wuchten. Vielleicht ist sie auch hier noch mit drin, das kann auch sein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das am besten mache hier. Okay. Da muss ich mir echt irgendwas einfallen lassen. Ich weiß es noch nicht. Wir machen kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So ein Scheiß. So, Freunde. Gefühlte Viertelstunde ist um. Ich hab's jetzt hingekriegt. Ohne Scheiß, ich bin richtig außer Atem. Also Hut ab, Jungs und, von Dubaro. Oder Mädels von Dubaro. Spitzenmäßig verpackt. Das ist gar nicht so leicht, wie man im ersten Moment denkt. Ich würde jetzt mit euch zusammen noch eben diese Folie entfernen und nachher filme ich das Ding auch nochmal von ja, außen rum letztendlich. Also, dass ihr einmal eine komplett 360-Grad-Sicht habt. Ich kann es auch gleich nochmal drehen. Und natürlich zeige ich es euch auch dann nochmal, wenn er angeschlossen ist. Aber ist kein weiteres Commentary, glaube ich, benötigt. Commentary. So, Achtung, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich bin noch nicht bereit, aber okay. 3, 2, 1 und... Holy shit! Alter, da ist das Ding! Alter! Das ist ein Moped. Alter. Und der ist so schwer. Ohne Scheiß, der ist so schwer. Alter! Okay, hier ist schon wieder so ein Zettelchen dran. Machen wir mal ab. Alter, der ist richtig schwer, ne? Also ich gefühlte 20 Kilo. So, ich drehe den einmal eben für euch. Damit ihr hier auch. Wenn ihr seht, was ich sehe. Das Sichtfenster. Richtig geil. Wollte ich auch unbedingt haben. Jetzt muss ich nur sehen, halt, wo ich den hinstelle, damit ich etwas davon habe, dass da ein Sichtfenster drin ist. Ich würde sagen, wir verbleiben so. Ich packe jetzt hier noch die Schaumstoff. Das Gedöns raus und zeige euch dann nochmal eine Rundumsicht letztendlich, wie er aussieht und dann nachher auch, wenn er angeschlossen ist mit den ganzen Beleuchtungen, damit ihr da auch nochmal einen Überblick habt. Also machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut und dann geht es gleich wusch und ihr seht das Ding einmal ja, in der 360-Grad-Sicht.